Jessica Haller ist eben nicht nur Influencerin, nein, sie ist auch Unternehmerin und hatte jetzt mit einer Mitarbeiterin, ja, das wünscht man keinem, mehr kann ich nicht zu sagen. Ich wäre Fuchs teufelswild. Echt, richtige Drecksituation. Ich musste heute eine Mitarbeiterin kündigen, die uns auch beklaut hat. Also ich wünschte mir tatsächlich echt, ist vielleicht bescheuert, dass ich das nie gesehen hätte. Dann würde ich vielleicht beklaut worden sein, aber würde nicht den Glauben an die Menschen verlieren. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden zu bestehlen. Jemanden, den man auch noch so jeden Tag in die Augen sieht. Weißt du, ich meine? Also, boah, jeder macht mal Fehler im Leben, aber ich weiß nicht. Es ist ja bewusst passiert von einer erwachsenen Person.